Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Gwen Champion Spotlight. Die Frau mit der Schere ist nun am Start. Edward mit den Scherenhänden ist neidisch, denn das Ding ist wirklich kolossal. Sieht ein bisschen aus wie aus DreamWorks irgendwas, so ein bisschen Pixar-mäßig. Und ich habe sie gerade 5 Stunden gespielt. Das bedeutet, das Spotlight lohnt sich auch. Zunächst werfen wir erstmal einen Blick auf die Stats. Das bedeutet, sie hat relativ normale Stats, kriegt 3 AD pro Level, das ist ganz sahnig. Und ist klassifiziert als Melee AP Fighter. Sie soll sogar vielleicht auf die Toplane. Aktuell haben wir die große Problematik, dass es keine AP Toplaner gibt. So sieht die Liste aus. Seht ihr da jemanden mit AP? Nein, das sind alles Tanks, Fighter, die da oben gut klarkommen. Und das sind die Gegner für sie. Have fun, Gwen. Beginnen wir aber erstmal mit der Passive. Die ist sehr, sehr simpel gehalten. Ihre Auto-Attacks sind verstärkt. Das bedeutet, sie schneidet in Gegner rein und triggert eine Passive, die 1000 Cuts heißt. Und diese Passive richtet prozentualen Schaden bezogen aufs maximale Leben an. Das Ganze ist magischer Schaden, hat ein terrible AP-Scaling. Ich glaube 0,006 oder so. Oder 0,006. Furchtbar. Es ist wirklich bad. Na, sei froh, wenn da 2% da steht. Außerdem heilt sie sich dafür um 70% des angerichteten Damages an Champions, nicht an Monstern oder ähnlichem. Das bedeutet, sie ist in der Lage, Attack Speed ganz gut zu verwerten. Also On-Hit ist so ein Ding. Ich habe sie jetzt nicht mit Rageblade gebaut, aber trotzdem einige Varianten ausprobiert. Das Healing merkt man gar nicht. Man merkt es gar nicht. Es ist terrible, kann ich sagen, aber wir kommen zur Bewertung später. Kommen wir nun zum Q. Das ist ein ziemlich cooler Spell und den hätte ich auch sehr, sehr hoch bewertet, wenn ich nicht in-game wäre. Das bedeutet, sie ist in der Lage, schnippschnapp, den Gegner quasi in der Mitte durchzuschneiden. Dabei richtet sie AOE-Schaden an. Naja, und bezogen auf die Anzahl der Schnips hat sie eine Art Munitionssystem. Solltet ihr also Auto-Attacken, lädt sich die Munitionsbar auf und ihr erhöht die Anzahl der Schnitte. Das Problem daran ist, dass das Ganze sehr statisch ist, also sie bewegt sich nicht. Sollte der Gegner aber im Zentrum sein, bekommt er richtig viel Damage. Das bedeutet, nicht nur wird dann ihre Passive getriggert, mehrmals hintereinander, sondern es richtet auch True Damage an. Klingt also auf dem Papier insane und macht auch wirklich sehr guten Damage gegen Drakes und Barons. Also wirklich der prozentuale Schaden, prozentuale True Damage kann sich sehen lassen, den spürt man. Problem in League of Legends ist, die Gegner bewegen sich. Es ist sehr statisch. Du bleibst kurz stehen. Du kannst es so ein bisschen mit dem E kombinieren. Dazu kommen wir aber noch. Zunächst schauen wir auf den W-Spell. Dieser Spell ist ein bisschen eklig, weil er natürlich leicht an Samira erinnert. Hört mir genau zu. Wenn sie W drückt, ist sie immun gegen alles. Gegen alle Spells im Spiel. Sie kann nicht anvisiert werden, nicht auto-attacked werden. Sie ist komplett Gott in diesem Modus. Das Ding ist allerdings, dass wenn jemand in diesem Kreis drin ist, kann er nach wie vor an ihr Schaden anrichten. Das heißt, es liest sich insane. Zumal diese Fähigkeit auch wie das Shen-Schwert oder diese Dodge-Zone auch bewegt werden kann. Sie castet es, also sie kann es recasten, um es neu zu positionieren. Es recastet sich aber automatisch, wenn sie irgendwo hingeht. Na, sie drückt W, geht irgendwo hin, das Ding folgt ihr einen Schritt. Also einmal folgt es, danach hält es quasi 5 Sekunden. In dieser Zone bist du nicht nur eine Göttin, sondern du kriegst auch Resistenzwerte und ein bisschen AP. Na, das bedeutet abhängig von deinem AP-Werten. Das ist ziemlich bad. Geht davon aus, der Base-Wert ist 20-20. Das ist also in Ordnung. So ein bisschen Tankiness gibt es oben drauf. Ist aber natürlich nützlich. Na, so Jinx-Ult, Karthus-Ult, GP-Ult, spürt sie alles nicht. Na, solange derjenige, der Schaden macht, nicht in dem Kreis drin ist, ist sie darin ziemlich nice und es kann gut genutzt werden. Sollte jemand Melee mit dir fighten, hast du aber wenigstens noch ein paar Resistenzwerte und kannst diese entsprechend nutzen. Klingt geil. Klingt ein bisschen schlimm. Aber eigentlich ganz cool und ist actually nützlich. Kommen wir nun zum E-Spell. Das erinnert so ein Stück weit an Fiora. Sie ist in der Lage zu dashen und hat für 5 Sekunden folgende Boni. Erstens, super viele Attack-Speed. Es geht bis auf 80% hoch. Und zweitens, bist du außerdem in der Lage, Bonusschaden anzurichten und hast 100 mehr Range. 100 mehr. Damn, das fühlt sich krass an. Also das ist wirklich schnipp. Na, das ist insane. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Reichweite. Solltest du den Spell aktivieren und dashen und dann jemanden auch Auto-Attack mit dem Dash, kriegst du die Hälfte als Refund. Brutaler Chase-Spell.
insane. Sie mit diesem Spell nach vorne gespielt, du entkommst dir nicht, kannst du vergessen. So, also sie kann wirklich sehr gut dashen. Das ist kein übelst langer Dash, reicht aber für viele, viele Wände in League of Legends aus. Also die meisten dünneren kriegt sie super leicht überwunden, ist also unfassbar mobil und kann das Ganze natürlich auch defensiv benutzen. Ne? Jemand chased dich, du dashst weg, Auto-Attackst ihn kurz, wie gesagt, 250 Auto-Attack-Range, kann man nehmen, na, und rennst dann quasi weiter. Sehr cooler Spell, sehr schön nach vorne. Kommen wir aber nun zur Ultimate und die ist bezogen auf den Base-Schaden sehr, sehr schlecht, dafür aber dreistufig. Gwen feuert nämlich Nadeln ab. Diese Nadeln richten sehr wenig Damage an, aber triggern ihre Passive. Also das richtet quasi immer prozentualen Schaden an. Solltet ihr das Ganze abfeuern und danach, nach dem Abfeuern, einen Gegner Auto-Attack mit Spells treffen, dann könnt ihr das Ganze nochmal aktivieren und statt einer Nadel fliegen nun drei. Das Ganze kann auch nochmal wiederholt werden und dann fliegen 5 Nadeln durch die Gegend. Das bedeutet, sie ist damit in der Lage, über eine vergleichsweise hohe Reichweite ein bisschen AOE-Schaden anzurichten und viel mit ihrer Passive, also sehr gut mit ihrer Passive zu arbeiten. Na, das Ganze spürt man aber dann doch nicht so sehr. Also der Gegner muss wirklich schon ultra hart klumpen, damit das Ganze funktioniert. Und das ist mir selten gelungen. Es ist zwar ein kleiner Slow drauf mit 1,5 Sekunden und das ist dann dadurch ein gutes Chase-Tool. Aber jetzt natürlich die Frage, wie kann das Ganze genutzt werden? Und nun kommt eine epische Spielerfahrung von 5 Stunden Gwen spielen. Ernüchternd. Es ist leider ernüchternd. Reden wir über die positiven Dinge. Gwen ist sehr gut. Ich konnte Gwen sehr gut spielen. Ich bin natürlich ein übelster Kacknoob, ne? Ich konnte Gwen aber sehr gut spielen, wenn ich nach vorne gespielt habe. Wenn mein Team eine gute Frontline hatte. Wenn das Team viel CC hatte, was ich natürlich nicht habe. Dann kann ich wunderbar mit dem E hinterher. Ich kann mit der Ult Leute quasi wirklich runterchunken oder weiter chasen. Und du bist auf der Jagd. Freundliches CC, also wenn andere für dich betäuben, kannst du dann sehr gut mit dem Q arbeiten. Problem ist allerdings, das Q aufzuladen im Teamfight. Du hast zwar über das E viele Tech-Speed, es ist incredible schwer. Es ist gigaschwer. Also es ist wirklich, du bist ein Melee-Fighter und hast wenig Möglichkeiten, dich zu schützen. Das W klingt zwar geil, aber im Teamfight sind ja alle neben dir. Also Nahkämpfer verkloppen dich des Todes und du bist weit weg davon, wie Sylas sich wieder hochsustainen zu können über die Passive. Du bist Kilometer weit weg. Sollte man sie nach vorne spielen, ist es sehr, sehr nice. Ich hatte aber auch quasi mein letztes Game eine unglaublich gefeedete Variante von ihr und man fühlt sich schwach. Man fühlt sich trotz epischen Feed sehr schwach, weil du hast für einen Toplaner technisch gesehen sehr wenig CC. Ich habe sie jetzt im Jungle gespielt, um wirklich der Toplane-Situation zu entkommen, weil gegen die Tierliste, die ich am Anfang gezeigt habe, bin ich nicht angekommen. Die Leute rennen auf dich drauf und vermöbeln dich. Es gab wenig Szenarios, wo ich mal First Blood gemeinsam mit dem Jungler geholt habe, eventuell auch alleine und selbst dann war die Lane sehr schwer zu spielen, weil die aktuellen Toplaner dich smashen. Es tut weh. Es ist incredible anstrengend, dagegen zu spielen. Und ich habe es nicht geschafft, sie zu einem guten Toplaner zu machen. Der Q-Spell hat wenig Range. Der Gegner wird niemals stehen. Und wenn du von außen getroffen wirst von der Schere, interessiert dich das in Feuchten. Wenn andere sie sehen, dann geht das. Wombo-Combo-Potenzial mit der Ultimate auch nur sehr schwer möglich. Konnte ich nicht wirklich gut nutzen. Es gab einige Momente, wo es klappt. Zum Hinterher-Chasen war es ganz gut. Und das sind auch die Szenarien, wo sie stark war. Im 2 gegen 2, im 2 gegen 1. Da ist sie unfassbar nervig und freut sich, wenn Teammates viel CC mitbringen, damit sie auch mal ein Q trifft. Und also ein hartes Q im Zentrum mit dem True Damage. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer gewesen. Sie kommt zwar im Jungle gut durch, hat aber große Probleme bei der Krabbe und eigentlich hat ja Riot geplant, einen AP Toplaner rauszubringen, der mir aktuell für einen Toplaner zu wenig CC mitbringt. Da muss ein super Tank-Jungler da sein, damit sie das Ganze nutzen kann und bezogen auf das, auf die Matchups sehe ich nicht, wie sie gegen einen Urgott, gegen einen Nah, gegen irgendwas super krasses klarkommt, der dich einfach eiskalt wegbullied. Weil Sustain? Nein. Shield Mechanics? Ja, mit dem W? Ein bisschen. Na, aber das hat einen sehr hohen Cooldown. Ansonsten ist es, glaube ich, ein Champion, den man mit den Zahlen sehr gut tunen kann. Da kann Riot noch viel retten. Ich persönlich habe mich bei Wins nicht gut gefühlt und ich finde, jeder Champion, der nach vorne gespielt hat, also dein Team ist in Führung, dein Team ist koordiniert, dann ist das nichts Besonderes. Wenn wir jetzt den Vergleich mit Viego wagen, hat er mir mehr Spaß gemacht. Da war jeder Kill sehr satisfying und man konnte das Ganze gut nutzen. Ich denke, gute Spieler können mechanisch einiges umsetzen und natürlich deutlich besser sein als ich,
Aber so ein Champion muss auch einem Kacknoob Spaß machen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss sehr geduldig sein und war super abhängig von meinem Team, was ein Toplaner nicht wirklich kennt. Gute Toplane-Champions scheißen auf das Team und kriegen fast alles alleine hin. Und bei ihr ist es schwierig. Bezogen auf die Items habe ich auch eine große Problematik gehabt. Das ist auch der letzte Punkt. Was geht man mit ihr? Man kann ihre Healings verstärken durch den Riftmaker. Muss man sehr viel Geduld mitbringen. Viel Anti-Healing ist im Game. Und wie gesagt, Sustain ist schwer aufzubauen, wenn die Gegner sich bewegen. Attack Speed ist natürlich auch so ein Punkt. In kleinen Szenarien sehr gut, im Teamfight sehr schwer ranzubringen, weil du brauchst 4 CC von deinen Teammates, um diese Auto-Attacks durchzubekommen. Und dann bleibt halt noch das Protobelt-Utility-Build, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Also sie kann nerven. Sie muss man respektieren, wenn sie es wirklich an sich randasht. Aber sie ist alleine gut handelbar für fast alle. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Ich werde auf jeden Fall noch ein 50 Shades of Gwen rausbringen, wenn ich mehr Erfahrung mit ihr habe. Bisher leider enttäuschend. Haut rein und viel Spaß beim Rank.